Und da sind wir wieder zurück. Zurück zu Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. Im letzten Part haben wir ja eigentlich ganz viel geschafft. Wir haben hier die Neon-Reklame repariert. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Haben ihn Trevor getauft. Und mir fällt gerade auf, wenn er mal hier genau auf die Reklame schaut. Wir haben ja Aladdin mit 2 Ds geschrieben. Ne? Wenn er aber hier mal schaut, auf der großen Anzeige hier. Dann steht das trotzdem nur mit einem D da, oder? Guck mal, wir gehen mal näher ran. Ich ließ sie lieber so, wie es war. Bassam schien damit zufrieden zu sein. Okay, dann lassen wir die eben so. Ja, ich wünsche viel Spaß mit dem 5. Part. Und wir müssen irgendwie Vera Security, beziehungsweise die nette Annette dazu bringen, uns in das Büro zu lassen. Oder wir schaffen es irgendwie, etwas mit der Klimaanlage zu machen, ne? Die haben wir ja im letzten Part schon entdeckt. Aber rankommt du mir ja da von hier aus nicht, richtig? Das würde niemals klappen. Niemals. Was für eine aufwendige Verzierung hier, oder? Eigentlich eine schöne Gasse oder schöne Marktpassage, ne? So richtig, also schon schön gestaltet, finde ich. Warum hier so wenig los ist, ist eine gute Frage. Vielleicht gibt es darauf noch eine Antwort zu finden, wobei ich das bezweifle. Es ist halt einfach so eine kleine Gasse, in der halt nicht so viel los ist, ne? Aber, wir gehen erst nochmal in Very Security rein, ne? Very Security rein. So, Radio ist am Laufen. Und ich bin sicher, wir müssen irgendwas damit machen. Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Argusaugen. Vielleicht können wir da mal anrufen von draußen und irgendwie Faxen machen. Ich weiß ja noch nicht was, aber mal gucken, ne? Wäre lustig. Hallo, Vera Security? George Stobbart hier. Ich sehe Sie durchs Fenster, Monsieur. Warum kommen Sie nicht rein und hören auf, meine Zeit zu verplempern? Scheiße. Sieht mich durchs Fenster, ey. Die ist ganz schön aufmerksam, wenn ich mir das mal sagen darf, ne? Obwohl sie so desinteressiert ist die ganze Zeit. Wenn wir hier ein Stück weit nach oben gehen, dürfte sie uns doch eigentlich nicht sehen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber naja, gucken wir mal. Hallo, Vera Security? George Stobbart hier. Ach, quatsch doch nicht. Wir rufen jetzt nochmal den Chef an, obwohl ich auch da glaube, dass es nichts bringt, aber wer weiß, ne? Mr. Ich wollte mal bei Vera Security vorbeischauen, der Firma, die Henri beauftragt hat. Gut, hauen Sie rein. Finden Sie raus, was Sie können. Danke. Hilfreich wie immer, dieser nutzlose Haufen. Ach, schon cool. Ich finde das schon echt geil gestaltet hier und sehr, wie auch mit den Schatten, die sie da reingezeichnet haben und so schön ausgearbeitet, muss ich sagen. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. So, was können wir denn jetzt hier mit denen? Vielleicht müssen wir irgendwas jetzt mal kombinieren mit den, also mit bei den Sachen, die wir hier haben. Streichhölzer konnte man immer gebrauchen. Tja, schien mir so eine tolle Idee zu sein. Ja, da habe ich eigentlich auch damit gerechnet, aber war dann doch nicht so, leider. Die Auftragsabschlussbestätigung von Vera Security. Ja. Nie im Leben. Du sagst das Sachen, George, ey. Nie im Leben. Wir reden nochmal mit Bassam. Ah, Monsieur Stobbart. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich hoffe wirklich, du kannst was für mich tun. Der Keks hat... Richtig. Was verkaufen Sie? Alles, was retro ist, George. Die Vergangenheit ist die Zukunft. Und Sie wissen ja, was man sagt. Wer die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert die Zukunft. Ja. Erinnere mich irgendwie gerade an den komischen Barista bei der Galerie, ne? Der auch so dummes Zeug geschwafelt hat da. Ich beschloss, wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, ja, das wissen wir schon, George. Ich habe die Kakerlake gefangen.
aus in ein. Ich glaube, ich behalte. Ich werde ihn Trevor nennen. Woher der weiß, dass das ein Weibchen ist, ist schon irgendwie komisch. Aber ich glaube, der kann uns nicht mehr weiterhelfen. Ich glaube, der hat alles für uns getan, was es zu tun gab. Leerer Laden. Hier sah es aus. Richtig, George. Ich glaube, wir müssen drin irgendwas machen, ne? Aber was halt, ne? Was? Vielleicht können wir auch jetzt zu Auris Wohnung. Ich wüsste aber da nicht, was da die Kakerlake und oder der Keks bringen sollte. Oder das Kabel. Das Kabel könnte theoretisch schon was bringen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal hier ins Büro rein, ne? Aber how? Was könnte man denn mit dem Radio machen? Das wäre völlig sinnlos. Ach, George. Ja, bitte. Ja, das haben sie mir schon mal gezeigt. Na, beeindruckt ist er davon nicht, ne? Ich glaube, die Sachen haben wir ja auch schon alle gezeigt im letzten Part schon. Und die bringen uns nicht weiter. Danke. Aber was gibt es denn jetzt noch zu tun? Was müssen wir mit diesem Radio machen? Das würde nicht funktionieren. Könnte ja sein. Der ganze Laden hatte eindeutig. Ja, ja, aber warum zeigt es denn hier die Lampe an, wenn wir mit der Lampe gar nichts machen können? Der Tisch, da haben wir ja, glaube ich, auch schon alles Nützliche. Lucky. Wie ist das Vieh? Lucky Break? Ich würde nicht. Ja. Ich wollte Rickenbacker nicht behelligen, ehe ich etwas über Vera Security. Lol. Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Ah. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Ah, ich war's nicht. Ja, komm schon, bitte komm schon. Bleiben Sie auf der anderen. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche. Scheiße. Ach, in die Schublade, ich dummes Schwein. Ah, oh, was hatten die jetzt gesagt? Oh, das haben wir auch weggeklickt, ne, was sie gesagt hat. Scheiße. Wie geil, Mann, direkt vor ihrer Nase, ey. Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Das hat die bei uns aber nicht gesagt, als wir angerufen haben, ey. Voll Frechheit, ey. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Hab. Und go, George. Mit einem kurzen Blick sah ich, dass die Schublade leer war. Super. Das Büro machte. Lol, was soll man denn dann machen? Schublade leer war. Was müssen wir denn da machen? Müssen wir da die Kakerlake reinsetzen oder was? Gute Frage. Aber wir sind auf der Spur. Wir sind auf der richtigen Spur. Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Das hätte nicht funktioniert. Ernsthaft? Wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Ah, jetzt bekommt man natürlich nicht mehr mit, was die sonst noch gesagt hat, ne? Ach, Kacke. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Müssen wir das Telefon noch manipulieren? Aber ich wüsste gar nicht, mit was? Mit dem Kabel? Ah, schon clever, der Torwart hier. Finde ich cool. Ha.
Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Knister. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Das lohnt. Beim We- Das wäre nutzlos. Das war beinahe... Scheiße! Was müssen wir denn jetzt machen? Was müssen wir denn jetzt machen? Schublade leer war. Die ist aber auch strohdumm, ey. Vera Security, bei uns sind Sie sicher. Vielleicht ein Feuerchen legen? Wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Das würde niemals klappen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nee, ich musste. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann! Scheiße! Was soll ich denn da? Was ist denn das da überhaupt? Das ist schon eine tote Maus, oder? Der sagt ja auch nicht mal was dazu, der George. Aber das muss doch was mit der scheißleeren Schublade zu tun haben. In den Schubladen des Büros könnte sich etwas Hilfreiches verstecken. Ja, aber die war leer, hast du doch gesagt, George. Sag ruhig, ey. Oh, Kacke, wir sind so nah dran an der Lösung, aber... 5000 verschiedene Gegenstände wieder im Inventar, wo ich keine Ahnung habe, was jetzt von mir verlangt wird, ey. Warum macht denn das so bling, bling, bling? Schon wieder falsch verbunden. Die Anrufe stören wirklich. Mit einem kurzen Blick sah ich... Mit einem... Das würde nie... Scheiße! Es klappte nicht. Was müssen wir denn da machen, ey? Ich gab Trevor einen Krümel. Den Keks fraß sie zu gerne. Wie geil das ist, ey. Wollen wir den ganzen Keks verfüttern? Bringt das vielleicht was? Ich gab Trevor einen Krümel. Wahrscheinlich nicht, ne? Was bringt denn das mit der leeren Schublade? Ich gab Die Kakerlake kann man nicht reinsetzen. Rasierwasser reinsprühen ist auch Blödsinn, oder? Das Handy reinlegen können wir ja nicht. Und selbst das wäre vielleicht wahrscheinlich die dümmste Idee mit. Das konnte. Hallo, Vera Security. Bei uns sind Sie sicher. Das... Ich brauche... Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Das wäre völlig sinnlos. Das war beinahe... Nee. Probier das jetzt erstmal aus, alles, bevor wir es machen. Das wäre. Das lohnt. Was bringt denn das mit der Schublade? Das kapiere ich nicht. Ja, irgendwie kapiere ich das nicht. Normalerweise, wenn das jetzt 2D-Grafik wäre, dann würde ich hier mit dem Mausrad ranzoomen und selber in der Schublade rumwühlen und gucken, was da los ist, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der scheiß Schublade machen soll. Tote Pflanze und Schublade. Herzlichen Glückwunsch. Das Büro machte den einen. Ja. Ein klein. Das klappt. Ich konnte das kleine Krabbelviech darin herumrascheln hören. Was müssen wir denn jetzt machen, ey? Das kann doch wohl nicht sein. Radio. Und dann kommen wir ja immer noch nicht vorbei, weil die.
Weil die das sieht. Vielleicht sind wir einfach zu langsam. Könnte sein, vielleicht müssen wir schneller sein. Hallo, Vera Security, bei uns sind Sie sicher. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Bitte. Bitte bleib. Also zu langsam waren wir jetzt definitiv nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen noch irgendwas machen mit dieser Schublade, aber der guckt ja bloß rein, leer. Und dann, damit hat sich das Thema für George natürlich erledigt, ne? Weil er muss ja darüber nicht nachdenken, sondern ich. Aber ich hätte jetzt halt gesagt, wir setzen die Kakerlake da rein, ne? Und die macht dann da Lärm oder so und dann geht die da hin und dann... Es klappt. Bree. Lanes Name. Die Ort. Streichhölzer. Konnte man immer gebrauchen. Ja, tote Pflanze, das, ne? Die brennt ja bestimmt gut, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Aber das, dadurch, dass da nur ein Auge hier ist, ne? Gehe ich davon aus, dass man damit halt nichts machen kann. Nur bei den Rädchen kann man ja immer was machen. Zumindest war das bisher immer so. Annette würde mich auf gar keinen Fall durch die Tür lassen. Richtig erkannt. Annettes schwarzes Buch. Aha. Es war ein kleines schwarzes Buch. Genau die Art, die immer so interessant ist. Ah, gut, das Buch habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, dann hier, zack. Buch her, aber zackig, ey. Komm, hab. Hallo. Oh, es hat das Buch in der Hand. Scheiße. Komm, hau ab. Geh zu deinem scheiß Radio. Schon wieder falsch verbunden. Ah, siehst du, so richtig, richtig. Papa, hau ab, du Schlampe. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. Nice, George. Richtig nice. Ein mieses Foto von Lane und Annette. Der Bursche nahm, was er kriegen konnte. Ja, in der Tat, George. Hast du recht. Ja, bitte. So, pass, guck mal, was wir hier haben. Erkennen Sie das hier? Hey, das ist mein Foto. Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Glaube ich auch. Schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Aha. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. So, jetzt wird's langsam interessant, Annette. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie. Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes, altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Ach was, keinem was passiert? Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Leider, doof, er ist ziemlich tot. Oh. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Sie klang verängstigt.
Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen. Und ich wusste auch schon, wie. Oh. Das heißt, wir kommen jetzt noch nicht ins Büro, aber wir gehen jetzt zu Hector Lane, der alte Chauvinist oder Zeit, Lane Charmeur. Zur Rede zu stellen. Oh ja, Mann. George, ab dafür. Jetzt geht's ab, Mann. Jetzt kriegt er so richtig einen ins Fressbrett, ey. Ach, guck mal, mit der Metro sind wir gefahren. Okay. Ach, guck mal, hier schon alles abgeriegelt, ey. Die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Ah, ich hab da so eine kleine Lane Vermutung. Konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Ah, der ist beim Café. Wo soll er sonst sein? Der ist immer beim Café, Georgie. Die Tür führte in die Galerie. Na, ruf der Scheiße auf, ey. Oder vielleicht können wir irgendwie ein Band gebrauchen oder was? Die Tür war abgeschlossen und mit Polizeiabsperrband gesichert. Ich musste Lane finden und ich war sicher, da drin war er nicht. Aber wir wissen, wo er ist, George. Hab ich recht? Wo soll er sonst sein, ey? Am Café und Kaffee saufen. Nee, scheiße. Der Kellner starrte abwesend in die Ferne. Mir war etwas unbehaglich zumute. Warum? Hä? Weil das so ein komischer Typ ist, oder was? Monsieur? Wo ist hier der Typi, Mann? Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur. Der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henri's Witwe trösten gehen. Aha. Ich hoffe, sie waren nicht zu Hause. Dann war das also die Frau. Okay. Okay. Oh mein Gott. Hoffentlich macht er nichts Böses, ey. Wovon er jetzt durchaus auszugehen ist, ne? Das ist mein Hauptverdächtiger. Bestimmt auch eurer. Der weiß mehr, als er uns gesagt hat, der Spaten. Lane tröstete also die Witwe. Der Mann hatte wirklich ein gütiges Herz. Ja. Auf jeden Fall, George. Gab es dahinter einen Plan oder nur seine fragwürdigen Moralvorstellungen? So hatte Henri also gelebt. Nicht übel. Die Tür zu Henris Wohnung. Hallo? Ach was. Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht. Kommen Sie später wieder. Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Hä? Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten so Verbindung zu aus. Der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf. Aber machen Sie es kurz. Na komm, lass mich bloß rein, du fettes Schwein, Mann. Mit der erlesenen Kindsammlung. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Na, rein hier, Mann. Gute Güte, George, Scheiße. Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Ich sag's mal vorsichtig. Interessante Wohnung. Ach, gucke mal, das ist sie oder was? Nackig. Ich meine, die macht jetzt auf mich nicht jetzt einen bezaubernd schönen Eindruck, aber zu Lane, der Lane, da hat er ja eh keine Ansprüche, ne? Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Babbel kein Scheiß. Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Du willst sie wohl verarschen, oder was? Ich bin überrascht, dass sie ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler.
Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte aus. Vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. So schaut's aus, George, Mann. Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Na gut, Lane, verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut, ich gehe ja schon. Noch von mir hören, Stoppard. Und du von mir auch, Mann. Versprochen? Und geben Sie mir das Foto. Ernsthaft? Lol, der gibt das Foto her, der George, ist der doof, ey. Hör ab, Mann! Fettwampe! Und wieder mal, ne? Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Wahrscheinlich. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobbart. Nennen Sie mich Bijou. Was ich sagen wollte, war wieder mal ein Spiel, in dem die Russen die Bösen sind, ja? Also... da guckt mich jetzt einer mit ganz grimmigen Augen an. Oder würde mich angucken, wenn er mich sehen könnte. Ja, wir reden gleich mit dir, ne? Wir gucken uns nochmal ja großzügig um, wenn du erlaubst. Warte mal, wir kommen gleich wieder. Immer von rechts nach links so hier. Ah, nee, oder? Sag nicht, Henri liegt da drin. Henri war jetzt in einen billigen Zug gekleidet. Ich flippe aus. Im Vergleich gefiel mir die Weste besser. Die hat ja den Absack ja noch gar nicht gesehen hier. Der Henri hinten schön im Sarg geparkt, Mann. Henri war jetzt... Krass, das ist krass, ey. Hier, gemütlich mit der Mucke und so. Zwei ineinander verschlungene Liebende. Erinnerte mich an dieses Verrenkungspartyspiel mit der Matte. Django, nee, wie ist das? Ah, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Der Künstler stand am Beginn seiner kubistischen Phase. Vielleicht hieß es ja, vielleicht heißt das Spiel ja, Slap It? Oder wie ist dieses Spiel von How I Met Your Mother? Wo sie sich da gegenseitig in die Fresse hauen. Ein kleiner, ausgestopfter Hund stand auf dem Tisch. Das arme Tier, war das da eine Träne in seinem Glasauge? Glasauge. Ein kleiner, ausgestopfter Hund. Glasauge? Okay. Muss auch sehr aufwendig sein, ne? Ah, okay. Ein zartes Muttermal war der einzige Makel auf der perfekten Haut des Modells. Plötzlich erkannte ich, dass alle Akte Bijou zeigten, aber von verschiedenen Malern stammten. Okay. Warum hat der George dann im Büro schon Bijou erkannt? Bijou blickte melancholisch und hochmütig. Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh, vielen Dank. Ich liebe schöne Dinge. Warum hat denn der George dann schon im Büro gesagt, die Dame kommt mir bekannt vor? Woher will er denn die gekannt haben? Die sehen wir doch jetzt das erste Mal. Das war doch bestimmt auch ein Bild von ihr, oder? Also von ihr. Bijou blickte Bijou sah sexy und beherrscht aus. Bijou sah... Der Blick bis rüber zum Bois de Boulogne war atemberaubend. Amerika ist mein Land und Paris meine Heimatstadt. Das hast du schön gesagt, George. So ein Ausblick will auch immer teuer bezahlt werden. Das ist wahrscheinlich, ja. Der Plattenspieler spielte immer wieder das gleiche Lied. Der Frisiertisch war überfüllt mit verschiedenen rätselhaften Sachen. Rätselhaft? Chérie! Bitte lassen Sie die Finger von meinem Tisch. Bei mir muss alles perfekt und ordentlich sein. Okay. Perfekt und ordentlich? Ich hatte immer ein Faible für alte Musikboxen. Was würde sie wohl für Musik spielen? Zeig doch mal. Lassen Sie bitte die Finger von meinen Sachen. Ja, hab dich mal nicht so...
Bijou sah nicht übermäßig geknickt aus. Das denke ich mir nämlich an. Hallo, junger Mann. Wie schön, dass Sie mich besuchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Na, so ähnlich würde ich sagen, vielleicht. Sieht man nicht mehr oft heutzutage, dass jemand einen Toten zu Hause aufbahrt? Henri liebte Totenwachen mit Leichenschmaus. Besser als jede Party, meinte er. Ich dachte immer, Totenwachen wären ziemlich tot. Tja, hast du so gedacht. Was hat es mit Fifi, dem ausgestopften Hund auf sich? Meine Fifi? Mir brach das Herz, als sie diese Welt verließ. Ich habe sie ausstopfen lassen, damit wir für immer vereint sein können. Das ist ja rührend. Naja. Ja, nicht? Naja. Irgendwie nicht so. Sind Sie das da auf dem Gemälde? Ja, Cherie. Obwohl er meine Hüfte natürlich nicht richtig hinbekommen hat. Wer hat das gemalt? Irgendein Bekannter von Henri. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Okay. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Okay. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe. Und mein Schmusekater. Okay. Henri sieht sehr friedlich aus. Ja, nicht wahr? Ich könnte ihn doch für immer hier behalten. Wie Fifi? Naja, wohl nicht ganz wie Fifi. Ah, gut, mittlerweile glaube ich nicht, dass sie was damit zu tun hat. Wie gesagt, mein Beileid. Das Leben ist zu kurz, George. Sagst du was? Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer das ist sonst? Einfach zu dumm. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich Ihnen. Okay. Mögen Sie diesen Duft? Anscheinend, sonst hätte er es nicht benutzt, ne? Himmlisch, nicht wahr? Henri liebte den Duft. Himmlisch, ja. Das ist wunderschön, mein Lieber. Okay. Kennen Sie diese Firma, Vera Security? Nein, von der habe ich noch nie gehört. Warum zeigen Sie mir das? Weil ich alles von meinem Krempel jemandem zeige, wie ich es immer mache. Das ist wunderschön, mein Lieber. Teegebäck? Wieso ist der Keks kaputt? Mit dem Rest habe ich eine Kakerlake gefüttert. Ich glaube, ich möchte lieber keinen. Kann ich jetzt nicht verstehen. Hey, das hier wird Sie etwas aufmuntern. Sagen Sie Trevor guten Tag. Trevor. Eine Kakerlake. Ich bevorzuge die Bezeichnung Begleiterin. Und ich die Bezeichnung Ungeziefer. Bitte zeigen Sie mir sowas nie wieder. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Kommen Sie jederzeit wieder. Bijou schien nichts zu wissen. Ah, stimmt. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angelogen. Definitiv, ja. Weil woher sollte Lane wissen, wer der Chef ist, wenn es Annette nicht gewusst hat, ne? Und Hector Lane hat ja nur
Also zumindest denken wir das, nur Kontakt über Annette zu Vera Security gehabt, ne? Und sie wird ihm das wohl erzählt haben. So ist zumindest die Mutmaßung dahinter. Naja, schauen wir mal.